wunderschön. Willkommen zu einem ein paar Tage alten, aber doch recht aktuellen Spiel hier auf meinem Kanal. Willkommen zu Gemini Ru oder Ru, Ru, je nachdem, wie man es ausspricht. Und zwar von What Yet I Games. Als Publisher, Entwickler ist Joshua Neuenberger oder Nürnberger, werden wir dann sehen. What Yet I Games zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr interessante Point-and-Click-Adventures in Pixel-Art herausgebracht haben mit dem AGS, mit dem Adventure Game Studio und wirklich sehr viel Liebe ins Detail gesteckt haben und so auch hier bei diesem feinen kleinen Spiel, was wir hier spielen werden. Es ist natürlich ein Indie-Spiel, logischerweise. Es ist so ein Film-Noir-Sci-Fi-Dingens-Bummens-Gedöns und eines der wenigen Spiele, die ja, eine Art Übersetzung erhalten haben, sowohl in textueller als auch in vertonter Form. Die ist natürlich nicht perfekt, definitiv nicht, das schon mal gleich vorweg. Es wird Bereiche geben, soweit ich das mitbekommen habe, die ja, vielleicht vergessen worden sind oder eben halt im Nachgang reingesetzt worden sind, weil man vielleicht den einen oder anderen Dialog nochmal zusätzlich verändert oder bearbeitet hat. Und das ist natürlich in die deutschsprachige Fassung nicht eingeflossen. Also nicht wundern, wenn dann ein bisschen Audio aus einer anderen Quelle gekommen ist. Die Texte funktionieren einigermaßen. Ach, und was nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, sind Umlaute in diesem Spiel, weil das lässt dieses System nicht zu. Da kommt dieses hübsche Artefakt-Symbolchen hier und das stellen wir mal auf einfach, damit wir hier nicht in irgendwelche Probleme geraten. So viel dazu. Gemini Ru, Verschwörung auf Barakos. Wir starten einfach ein neues Spiel und ich wünsche viel, 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 viel Spaß. Joshua Nürnberger präsentiert. Ach ja, in Zusammenarbeit mit What Yet I Games. Versuchsperson ist stabil. Gedächtnislöschung beginnt in T-60 Sekunden. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir ihm nicht einfach seine Erinnerung lassen können. Es gibt keinen Grund, warum er die Erinnerung an seinen Fluchtversuch behalten sollte. Außerdem liegen seine erlernten Fähigkeiten im kognitiven Kortex, nicht in seinem sequentiellen Langzeitgedächtnis. Ich hoffe sehr, ihr löscht nicht wieder beide Bereiche. Dann müsste ich seine Ausbildung wieder von vorne beginnen. Wie ich gerade sagte, wenn Sie einen weiteren Fluchtversuch starten, hätten Sie bereits einiges Wissen, was Ihnen nützlich sein könnte, wenn wir nicht... Wenn Sie einen weiteren Fluchtversuch starten, wäre es beim nächsten Mal vielleicht angebracht, Sie nicht gleich umzubringen. Sie hätte eigentlich nicht dabei umkommen sollen. Irgendetwas stimmt nicht. Seine Atmung wird unregelmäßig. Ich glaube, Sie sollten die Restriktionsgurte etwas straffen. Er versucht, irgendwo heranzukommen. Machen Sie sich nicht ins Hemd. Ist ja gleich vorbei. Okay, here we go. Er bewegt sich immer noch. Ich sagte, machen Sie sich nicht ins Hemd. What are we supposed to do if he's conscious? It doesn't matter. It'll only be a second. Wenn er sich frei machen kann... Ist mir bewusst, okay? Das bringt nichts. Ich kann mich nicht befreien. Okay. Na toll. Aus mit dem Ding. Lebenszeichen sind stabil. Na immerhin. Geht's ihm gut? Er sollte eigentlich okay sein. Es sollte. Gemini Ru. Oder Rü. Oder Ru. Rü. Oder Ru. Gemini-System. Barakos-Kolonie 14:00 Uhr. Was gibt's, Ezreal?
Irgendwas stimmt hier nicht. Er müsste längst hier sein. Menschen ändern sich im Verlauf von 5 Jahren. Ich sagte dir bereits, dass er nicht mehr bei den Boryokuden ist. Wir sind schon eine Stunde zu spät dran. Ich kann nicht sehr viel länger unentdeckt im Orbit bleiben. Was meinst du, soll ich machen? Finde ihn. Suche nach einem anderen Rendezvous-Punkt oder wir verschwinden gleich von hier. In Ordnung. Ich fange in der Stadt mit der Suche an. Ich muss wahrscheinlich einen Einheimischen befragen. Bleib immer in Bewegung. Okay, du hast eine Stunde. Ich warte hier. Asriel Ende. Er ist hart. Wo steckst du bloß? Linksklick gehen, Rechtsklick, Interaktion. Und ich werde mal ganz kurz ein bisschen die Musik runterdrehen. Zumindest hier gerade bei dem. Und auch. So, ich denke mal, das ist okay, ne? So, wir speichern schon mal ab. Danke. So, was haben wir denn, Jutsches? Wir haben kein Hotspot-System, nur mal so. Das heißt, wir können hier Pixelsuche veranstalten. Mitunter. Eieiei, Auge. Klicke mit links auf ein Verb oder Inventargegenstand, um es auf ein Dings, ne? Die muss schon seit Stunden an sein. Der ist auf der anderen Straßenseite. Rechtsklicke auf einen Inventargegenstand. Ach so, warte mal. So. Pistole. Ich laufe hier nicht rum und schieße wahllos um mich. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Fotos. Seit Monaten verschwinden im Gemini-System Leute. Die Boryokuden bringen sie zwar offensichtlich nicht um, aber keiner weiß, wo sie hingeschafft werden. Boryokuden, okay. Können wir die nehmen? Die Fotos mögen irgendjemandem was bedeuten. Mir allerdings nicht. Sieht wie eines der öffentlichen planetaren Terminals aus. Funktioniert wie ein Computer. Na dann fasse ich den mal an. Der Regen scheint dem Gerät nicht gut zu tun. Nur Statik auf dem Schirm. Na toll. Vielleicht ein kleiner Kickstart. Database 7-25. Search Protocol initiated. Okay, kann ich jetzt benutzen? Der Regen scheint dem Gerät nicht gut. Vielleicht ein kleiner Kickstart. Nee, die Laterne nicht, das Plakat. Was haben wir hier? Auf der Suche nach Arbeit? Offene Stellen in den Minen. Besuchen Sie Ihr örtliches Personalbüro. Grundgehalt $2,400 pro Stunde. Oh, das will ich haben. Scheiß Propaganda. Warum $2,400 die Stunde? Ich lasse es lieber hier. Dann kann vielleicht einer der Junkies sein Leben wieder in den Griff kriegen. Mhm, okay. Was haben wir hier? Ausgang? Parkverbot. Ja, wir haben auch Doppelklick, um letzte Aktion zu wiederholen. Parkverbot. Oh, okay. Vermutlich ein Obdachloser. Ah. Ich will keinen Ärger. Hey. Hä? Bei dem werden Sie kein Glück haben. Warum nicht? Sie stehen alle völlig neben sich vom Juice-Entzug und sind sogar zum Reden zu schwach. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Abgeschlossen. Juice-Entzug, was ist das hier eigentlich? Mist, okay. Straßenverkäufer, erzähl mal. Hey. Tag. Was machen Sie da draußen im Regen? Sie holen sich noch eine Lungenentzündung. Außerdem sollten Sie sowieso nicht draußen herumlaufen. Wissen Sie nicht, dass heute ein Bergbautag ist? Bettler, ja, hier. Was ist denn mit dem Penner da drüben los? Ach, das ist nur ein Junkie auf Juice-Entzug. Momentan gibt es einen Versorgungsengpass. Ich suche jemanden. Haben Sie sich schon die planetare Datenbasis vorgenommen? Was? Es gibt in der ganzen Stadt Terminals. Sollten Sie sich mal anschauen. Da müssten Sie eigentlich fündig werden. Wo finde ich denn eins? Ich glaube, hier die Straße runter ist eins. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Da waren wir gerade eben. Okay, danke. So, das heißt, die Doppelklick-Ausgang macht keine Schnellreise. Schade. Hier, warte mal, hier waren wir, glaube ich. Der Regen scheint dem Gerät nicht gut zu tun. Nur Statik auf dem Schirm. Vielleicht ein kleiner Kickstart. Tja.
Müllhaufen? Die Wartungsleiter führt runter in die Müllpresse. Oder Kickstart. Ach, wir haben ja einen Fuß. Warte mal. Mal gegendrücken. Geht das? Das hilft schon mal gegen die Statik. Im Moment jedenfalls. Für Zugang loggen Sie sich bitte mit Ihrer ID-Karte ein. Oh, die hab ich doch nicht. Wenn Sie zu Besuch auf Barakus sind, benutzen Sie bitte die Besucher-ID, die Ihnen von den Einwanderungsbehörden ausgestellt wurde. Hab ich doch gar nicht. Oh. Du und deine Information hier, was machst du denn? Komm her. Haben Sie Ihren Mann gefunden? Nein, ich brauche eine ID-Karte, um Zugang zu kriegen. Sie sind wohl nicht von Barakus. Nee. Nein, Lüge. Ich lüge nicht. Stimmt, ich führe Ermittlungen durch. Mussten uns an den Landeeinrichtungen der Boryokuden vorbeischleichen. Sie stammen nicht mal aus diesem System, oder? Keine Sorge, ich verpfeife Sie nicht. Die Lage ist beschissen seit dem Krieg. Wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können, um wieder auf die Füße zu kommen. Hey, ich helfe gerne in jeder erdenklichen Weise, wenn es gegen die Boryokuden geht. Das heißt, Sie können sich meine ID-Karte ausleihen, wann immer Sie sie brauchen. Oh, cool. Thanks, appreciate it. Zum Untersuchen von Gegenständen Inventar öffnen und rechtsklicken. Also Inventar und so. Name Gérard Brandier, 31, Lehrererlaubnis. Okay, nee, ein Lehrerlaubnis. PhD, also Pharmazie, ne? Ausreisestatus widerrufen, okay. Du kannst Namen in deinem Kommunikator aufrufen, indem du in deinem Inventar rechtsklickst oder indem du C eingibst. Matthew Howard, habe ihn während des Gemini-Krieges kennengelernt. Er wurde zu einem guten Freund und hat mir hinterher einen Job vermittelt. Kane Harris, er war die letzten 8 Monate mein Partner. Er traut mir immer noch nicht, was ich ihm kaum verübeln kann. Er ist derzeit in einem Orbit um Barakus. Sein Com-Nummer ist bla. Ich sollte Matthews um 13.00 auf Barakus treffen. Er ist nicht aufgetaucht, bin auf dem Weg, seine Wohnung zu finden. Telefon? Mhm. Person. Wie sieht's bei dir da oben aus? Gut, gut. Ich sitze hier im Orbit und warte auf dich. Die Behörden von Gemini haben offensichtlich noch nicht geschnallt, dass wir von Taurus sind. Aber du solltest wirklich endlich deinen Typen finden, damit wir ihn einsammeln und von hier verschwinden können. Okay. Ist nicht so wichtig. So, dann probier ich's mal hier am Terminal, die Karte zu benutzen. Identifikation akzeptiert. Matthias Howard, wo bist du, alter Freund? Ich habe meinen Kommunikator eingesteckt. Dann kann ich Namen speichern und Notizen machen. Außerdem kann ich Namen direkt von meinem Kommunikator ins Suchfeld des Terminals ziehen. Okay. Berichte über Syndikate und Juice-Dealer, die reihenweise aus dem Verkehr gezogen werden, haben Gemini erreicht. Angeblich fungierte ein Ex-Boryokuden-Killer für die Taurus-Polizei als Informant, wodurch diese Maßnahmen möglich wurden. Die Jurisdiktion von Gemini verbietet indessen die Einreise dieses Informanten. Ach du. Ach du. Oh. Zum Glück ist es ein reiner Zoom hier. So, Nachrichten hatten wir, Karte hatten wir. Kommunikator antippen. Achso, dann kann ich jetzt einen Namen. Und so. Eine Übereinstimmung gefunden. Matthews Howard. Fiskus Hochhaus. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ich schaue lieber gleich mal nach. Okay, Hibiskus, eine Karte, ne? Hibiskus.
Wie mache ich denn das? Hibiskus Hochhaus. Tragen Sie einen Suchbegriff in das Oberfeld, ein Resultat erscheinen links. Sie können nach jeder Art den Planeten betreffende Informationen. Ach so. Hibiskus Hochhaus. Hochhaus. Toll. 4384. Was ist dazu? Nischt. Wir können jede erdenkliche Information. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, klicken Sie bitte auf das Icon oben rechts. Keine Übereinstimmung. Ich muss nur herausfinden, wo dieses Hibiskus-Hochhaus ist. Ich dachte, jede erdenkliche Information kann da gesucht werden. Pass auf, ich frag mal ihm hier. Ahnung, wo sich der Hibiskus-Apartment-Komplex befindet? Wie ich schon sagte, versuchen Sie es mit dem Terminal. Okay, dann gucken wir mal. Es muss doch funktionieren, oder? Oder schreibe ich das falsch? Tja, was soll ich... Hä? Hibiskus Hochhaus. Ist hier Groß- und Kleinschreibung wichtig? Ja, wenn ich jetzt mir den Namen gemerkt hätte... Matthias Howard. Matthias Howard. Also Groß- und Kleinschreibung ist schon mal nicht wichtig. Ach. Okay. Also wir können Texte ziehen. Das ist schon mal sehr wichtig. Können wir das irgendwie... Also ich kann Text ziehen. Hibiskus Hochhaus. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was heißt denn, warte mal. Hibiskus Tower? Dankeschön. Englisch und Deutsch. Oh, das kann ja was werden. Nee, ist was anderes. Um Fluktuationen und Anomalien, die durch Terraformingstechnik nicht in den Griff zu bekommen waren, in der Atmosphäre der neuen Welten Rechnung zu tragen, wurden spezielle Wettermaschinen entwickelt. Diese sollen die Bedingungen rund um die großen Zentren so weit stabilisieren, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
Barakos. Barakos ist ein Riesengasplanet, der 2157 entdeckt wurde und wegen seinem Reichtum an Elementen, aus denen sich Treibstoff herstellen lässt, besiedelt wurde. Ne? Seine größten Städte sind Pittsburgh, Harrisburg, Cleveland und Charleston. So, das heißt Hochhaus. Tower. BT, das ist nur der Tower. Hochhaus. Wer ist denn Skyscraper? Sky? Nö. Hightower. Das muss irgendwas. Hä? Ich hab keine Ahnung. Distrikt 7. Ja. Ich muss nur herausfinden, wo dieses Hibiskus-Hochhaus ist. Okay. Ja, mal gucken. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Ab in die dunkle Gasse. Ich könnte einen Einheimischen nach dem Weg fragen. Bringt ja nichts, wenn ich mich verlaufe. Ich würde mich sicher verlaufen. Ich suche lieber hier, wo ich mich besser auskenne. Tja, was soll ich tun? Wenn ich telefonieren will, kann ich meinen eigenen Kommunikator benutzen. Person. Was weißt du über Matthias Howard? Nur das, was... Huch! Was weißt du über Matthias Howard? Nur das, was du mir erzählt hast, dass ihr alte Freunde aus eurer Zeit als Killer seid. Also okay, erzähl doch mal, was es bei dir Neues gibt. Komm, lass uns einfach hier verschwinden, okay? Tja. Ist nicht so wichtig. Ich hab keine Ahnung. Hey. Geht ja schon gut los, ja? Hä? Bei dem werden sie kein Glück haben. Die stehen alle völlig neben sich vom Juice-Entzug und sind sogar zum Reden zu schwach. Also ich hätte ja echt gedacht, ich muss hier... Dietrich haben wir auch. Ich muss hier Hibiskus-Tower eingeben, beziehungsweise Hibiskus-Hochhaus oder weiß... Wie heißt denn Hochhaus auf Englisch? Warte mal. Kleinen Moment mal. Vielleicht ist das so ein Bug oder so. Hochhaus Englisch. Google, ne? Du komm, WLAN. Ist ein Skyscraper. Gibt es noch ein anderes Wort dafür? Oder Resident? Weiß ich nicht. Hibiskus. Haus. Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich weniger schön, aber was will man machen? Gut, pass auf, ich hoffe, wir kriegen das demnächst hier anderweitig dann hin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt ja nichts anderes übrig. Bis dahin, ne? Euer Firefox.